Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit den Germany. Ja, ich wollte ja eigentlich ja doch noch die Ölpumpe hinten anschließen, aber ich habe mir überlegt, da warten wir lieber noch ein bisschen. Wenn wir hier erstmal noch ein bisschen mehr Öl produziert haben, kann halt die auch laufen. Zumal wir noch vor kurzer Zeit erst nachgefüllt haben, die Minen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen Blei geholt. Wie versprochen. Alles mitnehmen. 20 Eisen bei bleibaren Schmelz auch gerade noch. Die Kiste ist auch fast voll. Heißt, wir können jetzt noch ein paar Grobiane angehen. Steinchen kommen da. Hier wollte ich aber mal zeigen, er ist jetzt voll, ne? 1000 Sand. Aber ich schmeiße den Sand raus und jetzt macht er auch weiter. Also er würde sonst einfach bei 1000 stehen bleiben. Na, oh, da musst du mal reinkommen, Kollege, ich bin überladen. Dankeschön. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ich noch mal 7 Stück da rein. Das Eisenerz haben wir jetzt im Prinzip wieder zusammen, das wir vorhin mal so zwischenfinanziert hatten, quasi. Und Bleierz können wir jetzt vielleicht noch voll. Nein, nicht ganz. Doch. Genau voll. 40 Reserve. Ja gut, es fehlt hier noch ein Bleibarren. Aber natürlich fehlt hier ein Aluminium, Kobalt und Eisen. Eisen dürfen wir eigentlich auch noch genug haben. Aber immer genug. Haben wir hier noch Eisenbarren? Nein. Also wir machen jetzt noch mal eine Fuhre Eisenbarren gleich. Stück am besten gleich. Ja, ich war losgerannt zur Kupfermine, um Blei zu farmen. Und dann habe ich direkt gefroren. Bin ich zu Hause und direkt wird mir zu heiß. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich wollte gerade sagen, muss aufgehen. Gesundheit sagt 65 noch. Jo, Hitzekoller ist halt nicht so das Wahre. So, jetzt kommen die. Hier fehlt einer. Jo, also noch 14 Bleibaren, dann hätten wir alle Grobiane gefüllt. Könnte man ja fast machen, ne? Dann machen wir jetzt nämlich erstmal nochmal 14 Blei. Dann läuft man wieder heiß. Ich würde hier mal umziehen. So, 14 Blei. Wir haben noch 6 Platz für Eisen. Kobalt. Machen wir noch 5 mal Platz zu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mehr. Okay. Ja, stimmt, 6 mal Kobalt waren es ja.
Ist der weg? Ah, ich kann wieder ran. Ein Traum. Gut, dann geht's hier weiter mit. Zwölf und drei, 15 Eisenbahn noch. Da müssen wir ja mal wieder hier rausholen. Ich glaube, ich werde aber erstmal mein Inventar ein bisschen zwischenfüllen. Mit Barren, sonst ist dann gleich sowas von voll. Leben da rausschmeißen. Das Öl auch, das sieht mir auch einiges. Kobalt brauche ich da oben ja auch. So, das kann ich ja auch noch H drücken. Und rausnehmen, was geht. Fünfzehn habe ich gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. 11, 12, 13, 14, 15. Wobei, hier ist aber eh leer. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, ist Nacht geworden. Da fehlt auch noch irgendeiner gerade. Ach, das war der Kobalt wahrscheinlich. Ja, ich bin sicher, wir müssen nachher noch einmal irgendwann zur... zur Aluminiummine, weil dafür wird das nicht reichen. Wir haben zwar relativ viel gehabt, aber bei 10 Stück pro Grobian können wir gerade mal 4 Stück vollenden. Machen wir 20 Stück jetzt nochmal fertig. Habe ich so viel Blei gemacht? Fast so aus, ne? Hat mich viel zu viel Blei gemacht. Oder ich habe einen übersehen. Passt aber irgendwie nicht. Ich schaue nochmal gleich. So. Okay, jetzt geht es leider nur langsam. Langsam. Da kann er natürlich schon wieder kalt werden. Ich kann die auch theoretisch von unten machen. Man sieht von unten nämlich die Füße von den Viechern. Da kann man auch von unten befüllen. Okay, was fehlt denn da jetzt noch? Ein Kobaltbarren, ein Aluminiumbarren. Ich habe auch Aluminium. Ich habe Aluminium reingelegt. Okay. Gut. Na, kann ich hier mal irgendwas loswerden? Ja, ein bisschen. Ah, das passt doch wieder mit dem Bleibarren, denke ich mal. Gut, Aluminium und Kobalt jetzt noch. Wir haben aber trotzdem was überbehalten, oder? Ja, zwei Bleibarren.
hier schon einen Kobaltbarren. Eisenbarren haben wir jetzt schon mal ein bisschen über. Aber das ist ja auch gut so. Aluminium und Aluminium. Zack, zack. Jetzt müssen wir mal Kobalt machen. Die auch mit reinnehmen. Also alles mit. Überladen bin ich sowieso. Dann mache ich jetzt mal 20 Kobaltbarren. Oh, ein Winterhuhn. Schneehuhn. Da hinten war es. Ah, fuck. Na gut. Zu lange gewartet. Meine Maus liegt auch ein bisschen zu nahe der Tastatur. Bin angestoßen. Egal. Ausreden, ausreden. Von oben wegschießen, das ist natürlich lustig. Schauen wir erstmal. So, dass wir jetzt hier die erste fertig bekommen. Ah, 9 Aluminiumbarren. So, das Huhn ist eigentlich doch auf der anderen Seite gewesen. Kann ich aber leider nicht. Ich kann leider nicht auf diese Dinger drauf springen. Doch, es geht plötzlich. Mal sehen tue ich es trotzdem nicht. Muss wieder rein, das werden wir gleich. Natürlich schön, wenn ich jetzt noch irgendwo einen Aluminiumbaum hätte. Müssen wir tatsächlich einen Aluminiumbaum machen? Klingt so, als wäre es hier rechts. Energie ist aber nur auf 50%, da kann ich nicht lange sprinten. Da ist es. Na, da war der Bogen. Mach gerne Haken hier. Er ist verloren. Ja, da sollte man mit der Energie dran gehen. Hat er jetzt Durst oder? Ja. Wer hat das noch? Wollen wir gerade noch so retten, glaube ich. So. Das war Skorpionfleisch aus der Mine. So. Fehlt ja eine Aluminiumbarren. Okay, also bis hierhin können wir theoretisch noch machen, wenn wir haben aber niemals so viel. Wenn wir genug Aluminium hätten.
Aluminium wäre mir lieber gewesen. Na gut, einen machen wir noch. Gucken, wie es jetzt aussieht schon. Wir haben ja einen. Oh, wir haben einen fertig gebaut. Geht in zwei Schritten jetzt runter. Zwei, eins, zwei. Okay, zwischen zwei und eins geht da runter. Einen können wir jetzt noch dazu bauen. Einer kommt gleich noch. Jetzt sind wir bei einem kleinen, klaren Einsatz-Countdown, ne? Oh ja, das reicht locker jetzt. Erstmal werde ich mir jetzt wieder mal einen Sack gönnen. Eventuell gibt es ja wieder mal einen Punkt für uns. Bonuspunkt. Jetzt mache ich erstmal schön trinken. Jo, bloß Ausdauer. So, Huhn, komm her. Jetzt krieg ich dich. Beides. So, und dann ist doch jetzt unser Aluminium fertig hier. Das hier meinte ich, ich kann das hier unten drauf zählen. Also hier geht's nicht. Das geht wohl nur ein bisschen fertig. Oder? Ne, geht nicht. Geht nur, wenn die so auf normal ein bisschen weiter drin stehen. Hier ist ja die Kante, da geht's wohl nicht. Wieder ein Huhn, oder? Ja, ist ein Vogel. Federn brauche ich kein Gott nicht. Sieht aber aus wie ein Huhn fast. Ne, hat nicht gedüttet Nacht. Das war eine Taube. Aber selten, dass man Tiere sieht im Winter, ne? Also echt. Immer wieder schade. Okay, Prinzip. Kobalt brauche ich jetzt auch momentan nicht mehr so wirklich dringend. Wollen wir mal bis zum Netz das Ding anschließen? Erstmal hänge ich das einfach dran. Ich brauche ein Kabel. Nicht vorhin schon mal Plastik gemacht. Ein Kabel, um es erstmal nur so dran zu hängen. Und ein Kabel. Genau, das war so aufwendig. Kabel ist ziemlich erstmal Plastik und Öl nochmal.
Ist das ein Rohstoff? Nee. Sonstiges. Also ein Kupferbarren, ein Plastik, eine Ölkanne. Das machen wir mal ein Plastik. Ein Kupfer noch. Wahrscheinlich geht das an der verbesserten Werkbank. Das funktioniert. Das mache ich erstmal nur vorläufig. Wenn wir nachher, wenn wir viel mehr Öl und Plastik und alles haben, können wir das ja noch ändern. Ich wollte noch gucken, kurz vorher. Der müsste eigentlich jetzt durch sein, der eine. Jo, also da hatte ich ein Öl reingepackt, der hat genau einmal komplett Steine durchgemacht. Hier schon mal rein. Der läuft nämlich auch gleich weiter. Und der ist schon wieder voll. Ja. Und die kann man dann irgendwann ausschalten hier vorne. Da braucht man nicht noch mehr Eisenklumpen, nicht noch mehr Sand und nicht noch mehr Öl. Aber dann braucht man eigentlich auch gar nichts mehr, dann sind wir nämlich fertig mit dem Spiel. So, meine Idee wäre jetzt einfach hier diesen unteren Kontakt zu nutzen, falls ich da rankomme. Natürlich nicht dran. Jetzt muss man den hier wegbewegen. So, jetzt den da. Hiermit verbinden. Den dann wieder. Warum ist er so gedreht jetzt auch einmal? Durchkommen wir da nicht. Hier kommt man auch nicht durch. Okay. So, ab jetzt laufen alle unsere Extraktoren. Entweder das Ölding ist weg. Aber man kann jetzt gar kein Biodiesel mehr, Biosprit, Biotreibstoff mehr einfüllen. Dann wird er jetzt einfach nur noch durch unsere Ölpumpe betrieben. Sprich 150, egal wo auf der Karte, in allen unseren Minen. Überall wird kein Biersprit mehr benutzt. Tja, und dann sind wir eigentlich jetzt wirklich schon fast im Endgame, ne? Also am Ende unseres Let's Plays angelangt, denn irgendwann ab einem gewissen Punkt gibt es nichts mehr zu erforschen. Ich kann natürlich jetzt noch die hier fertig bauen. Da brauche ich Elektrik, Mechanik, Eisenbarren und Schrauben. Dann habe ich hier noch meinen Ofen, der ist natürlich Eisen vorwiegend. Und die Garage natürlich. Das heißt, ich müsste die bauen für die Garage, da brauche ich nämlich Zement. Da wollte ich auch eigentlich drei bauen. Denn 3 geben immer 30 Zement, oder damals 10 Zement, und du brauchst 15 für ein Fundament. Deswegen wäre es mit einer Dreier-Geschichte eigentlich am besten. Jetzt ist natürlich unser Stromverbrauch explodiert etwas. Und Wasserhaus war auch an. Eingangsstrom 700, Ausgangsstrom 550. Hä? Warte mal, hängt der jetzt an dem in der Pumpe mit dran, ne? Denke ich mal. Ich wollte noch eine Sache ausprobieren. Und zwar, wenn ich. Kann ich die ausmachen. Die hängt jetzt ja eigentlich mit am Wasserhaus dran, richtig?
Jo. Habe ich noch ein bisschen Öl? Jo, wenn ich jetzt mal hier ein Uhr reinpacke. So, Strom an. Jetzt mache ich mal die Pumpe an. Jetzt ist natürlich hier das Öl nicht mehr sichtbar. Jetzt will ich aber wissen, was passiert, wenn ich die Pumpe jetzt ausfällt. Oh ja, er behält das Öl. Das heißt, er setzt nicht aus. Also kann man theoretisch noch einmal Öl nachfüllen, aber nur wenn die Dinger, wenn die gerade aus ist, die Pumpe. Dann hätten sie noch so eine Art Zwischenpuffer, damit sie in der Nacht dann nicht ausgehen. Oh, das ist gut zu wissen. Müsste man einfach mal genug Biosprit für alle Extraktoren herstellen, dann die Pumpe ausmachen, alle überall nachfüllen, mit dem Auto hinfahren, ganz schnell, damit nicht zu viel verbraucht wird, und dann die Pumpe wieder anschalten. Dann würde jede Pause, jedes Schlafen, wenn die Pumpe ausgeht, dann überbrückt, bis wir irgendwann sowieso den notwendigen Dauerstrom haben. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, könnten wir jetzt auch Schluss machen mit der Staffel. Denn wir haben alles. Wir haben die automatisierten Minen. Wir haben noch Rohstoffe, quasi unbegrenzt. Wir haben alle Technologien. Wir könnten jetzt hier noch den Kernscheiß bauen und die Pumpen, ja, die Zementmischer und die Garage. Wobei der Zweck der Garage erschließt sich mir nicht ganz. Verzierbares, sonstiges. Parkplatz für deinen Truck, und wenn du mit ihm interagierst, wird dein Truck hierher teleportiert. Wenn du mit ihm interagierst, mit der Garage. Scheinbar, ne? Aber wenn ich hängen bleibe, habe ich ja eine Taste dafür, dann kann ich mich wieder von oben, dann falle ich wieder vom Himmel direkt darüber. Aber im Endeffekt ist Parkplatz auch nicht unbedingt super geeignet, weil es ziemlich eng ist. Aber es ist natürlich noch ein Sichtschutz hier für die, also ein Schutz für unser Hauptgebäude. Naja, im Endeffekt würde ich sagen, könnten wir das Let's Play für diese Staffel auch beenden. Denn mit der Ölpumpe haben wir eigentlich das Schwerste und mit dem Truck das Zweitschwerste oder Gleichschwere erreicht. Wir sind autark, wir sind relativ sicher. Könnten natürlich jetzt noch einen Zaun bauen, aber eigentlich würde mir reichen, hier ein paar Spikes in die Seite zu machen, die Wände hier noch zu verstärken. Aber jetzt habe ich irgendwie keine Ziele mehr. Insofern sage ich mal danke fürs Zuschauen. Das ist das Ende der Staffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und mitnehmen für euch. Sicherlich kann auch ich noch vieles besser machen. Ich bin immer dankbar für Ratschläge, Kommentare. Bis zur nächsten Staffel. Eventuell. Ich denke mal, vielleicht spiele ich mal eine Runde Anno, mal wieder, nach langer Zeit. Oder mal wieder Raft, ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Bis dann, euer Den Germany. Bye bye.